Willst du mal probieren? Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu King's Quest. Ich bin euer Prinks und wir haben im letzten Video die ersten beiden Leute, glaube ich, schon so gut wie befreit. Wir wollen diese neue Bombe gleich ausprobieren und hoffen, dass das funktioniert mit diesem Ofen, weil ansonsten könnte ich mich jetzt an kein Feuer erinnern, wo ich die sonst anzünden sollte. Und was, außer vielleicht der Ofen beim Bäcker, aber das macht auch nicht wirklich Sinn, weil der ist ja schon befreit. Aus dem Grund gehen wir jetzt zu den Kaminen und ich will eine Explosion sehen und hoffe, dass es mal schön knallt. Oder es funktioniert gar nicht und ich brauche die für irgendwas anderes. Aber ich glaube, ich bin da auf dem richtigen Weg, weil es ist eine Bombe und da muss ich irgendwie durch, damit ich dahinter komme. Und ja, schauen wir mal. Das sieht sehr gut aus. Und die Knochenbombe hat ihr Ziel nicht verfehlt. Was ist hier hinten jetzt? Ist eine Kerze einfach nur? Die Kobolde liebten Geschichten, vor allem Märchen. Und sie wollten immer noch mehr hören. Also ich mag Geschichten auch gern, Opa. Ganz wie ich. Doch die Kobolde waren wie besessen. Sie konnten Geschichten nicht einfach wie wir genießen. Ihr ganzes Leben drehte sich darum, so viel wie möglich aus ihren geliebten Geschichten zu sammeln und zur Not zu stehlen. Ah. Okay. Es gibt ja gerade ein paar Bildfehler. Anscheinend funktionieren gerade die Bildschnitte mal wieder nicht so, wie sie sollten. Okay. Das war ein bisschen creepy. Also ein paar Fehler hat das Spiel anscheinend ab und zu. Licht dopt rein. Doch, warum denn nicht? Und jetzt habe ich hier... Achso, das kann ich gerade nicht öffnen. Jetzt habe ich noch so einen Zettel bekommen. Jetzt habe ich einen Zettel mit einem Herz, einen Zettel mit einem Schwert. Und der letzte Zettel liegt irgendwie auf diesem Pilz da immer noch drauf. Da weiß ich immer noch nicht genau, wie ich drankommen soll. Ah, hier waren wir noch nicht, aber das haben wir schon gesehen. Und da ist ein... Damit sollte ich mich nicht erwischen lassen. Ein Bolzenschneider oder sowas in der Richtung. Genau, jetzt haben wir mal hier diese Seite des Mutes und Seite des Herzens und Schmuggelware. Und ich glaube, dafür brauchen wir jetzt diese Kiste, nämlich dann auch beim... bei dieser Ratte, dass wir da das reingeben können. Und das, glaube ich, werde ich jetzt entsprechend auch einmal machen. Bei mir schwant nämlich... Kann ich da irgendwie weiter? Nee. Keine Ahnung, wo die herkam, aber ich kann da nicht weiter. Da ist nichts. Weil ich will ja den Besen dann auch der Kriegerin, also der Schmiedin geben. Und beim ersten Mal, als die ja da gekämpft hat, ist der Alarm losgegangen und ich... Ich glaube sehr stark, dass wenn ich jetzt dir den Besen gebe, wieder der Alarm ausgelöst wird. Weil die anderen haben ja nicht gekämpft bisher und sie kämpft ständig. Wodurch ich mit diesem Bolzenschneider nicht erwischt werden will, weil der wird sonst da oben eingeschlossen, also hier oben, wo wir da schon mal waren, in diese Kiste. Und ich habe keinen Schlüssel. Und ich befürchte, dass ich dann die Essstäbchen brauche, vielleicht, um dieses Schloss aufzukriegen oder sowas in der Richtung.
Aus den Gründen gehe ich jetzt einfach mal auf Nummer sicher und lege den Bolzenschneider unten in die Kiste rein. Und ich glaube, dass ich da den richtigen Instinkt einfach jetzt da einfach mal habe. Wenn es überhaupt geht. Vielleicht kann ich dir gar nicht einen reingeben, aber ich glaube schon, dass die Schmuggelware... Ja, sag ich ja. Schmuggelware kann da nämlich reingelegt werden. Der hätte ich das Schwert reinlegen können. Hätte das irgendwie Sinn gemacht, wenn ich das da reingelegt hätte? Eigentlich nicht, weil ich es ihr sofort gegeben habe. Aber jetzt gebe ich auf jeden Fall dem Besen weiter. Und damit wird wahrscheinlich wieder der Alarm ausgelöst und ich wache und werde wieder in meine Zelle eingesperrt. Beim ersten Mal. Achso, mit dem Bolzenschneider könnte ich dann schauen, dass ich vielleicht diesen Pilz dann kappen kann oder so. Soll ich das gleich machen? Oder soll ich das... Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Tja, wenigstens kann ich den Arm heben. Aber na, ich gebe jetzt ihr dem Besen. Und der müsste eigentlich jetzt als Stab... Ja, genau. Was soll's? Hey, bleib stehen und lass mich dich stechen. Komm hierher. Die nette Tour... Na schön. Oh, armer kleiner Kobold. Das habe ich nicht gewollt. Hm? Ja, du. Ich war eine echte Nervensäge und es tut mir leid. Oh. Oh, wow. Beeindruckend. Du bist so steinern. Ich kann nicht. Macht weiter. Willst du eine Umarmung? Siehst du? Ist das nicht wunderbar? Wir umarmen uns und das macht Spaß. Prima. Das ist irgendwie pervers. Es geht doch. Kein Bock. Tut mir leid, Graham. Ich stehe halt nicht auf Kuscheln. Ja, und ich glaube, wie gesagt, das waren eins dieser Sachen, die als Schmuggelware gekennzeichnet waren im Inventar. So, und ich glaube, die hätten sie mir sonst abgenommen. Auf mich und ich hatte noch immer keinen Plan. Ich schlief mit einem flauen Gefühl im Magen ein. Ich musste mich entscheiden. Und wieder eine neue Keule. Ups. Und ich gehe jetzt auf meine Nummer sicher, weil ich glaube, die Amaya, also die Schmiedin, heißt ja Amaya, glaube ich. Amaya. Weil die ist ja die Einzige, die noch kein Essen bekommen hat, fällt mir auch gerade ein. Also die müsste ja auch irgendwie schon kurz vorm Verhungern sein. Eine Wache noch. Ja, das müsst ihr allein schaffen. Euch fällt doch sicher was Schlaues ein. Ich will endlich wieder bröseln. Aus dem Grund kriegt ihr jetzt die Fleisch, weil die liegt ja schon auf dem... Die liegt ja nur so rum schon auf dem Bett. Okay. Das heißt, da wird schon ein bisschen kritisch. Aufstehen und ans Werk. Genau. Perfekt. Was mache ich mit der Wache jetzt hier? Na! Geilste Reaktion ever. Also, wenn man so eine Frau aufreißen könnte, dann... Find ich genialst. Aber vermutlich keine Waffe. Achso, ich habe ja noch den Zuckerkuss. Spuckst du den auch aus? Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Kannst du mal sehen. Kann ich was mitnehmen? Nö. Okay. Ich hätte ein neues Bett kaufen sollen. Jetzt habe ich nichts ja alle drei, ist oder? Wert. Bist du doch frei? Also, was ist der Plan? Macht mich fit, dann verschwinden wir hier. Wiedersehen. Ciao.
Ja. Achso, den Bolzenschneider habe ich vergessen. Genau. Den sollte ich noch holen. Den hatte ich jetzt ganz vergessen. Ach, um diese Ziege geht, tut es mir immer noch so leid irgendwie. Also, dass mir so eine blöde Ziege da so im Kopf herumgeht. So. Ich glaube, jetzt können wir alle abhauen. Wenn ich nichts übersehen habe. Also mit dem Bolzenschneider sollte ich jetzt spätestens die Schlösser aufkriegen. Und ich nehme sie mit zuerst, weil sie die Kriegerin ist und die anderen beiden hole ich natürlich dann auch dann raus. Der Alarm! Wir müssen los! Was ist mit den anderen Gefangenen? Je schneller wir hier weg sind, desto schneller können wir alle retten. Und jetzt los, Hübscher! Haben wir sie jetzt gerettet oder haben wir sie alle zurückgelassen? Ich war auf dem Weg zu einer Audienz beim Koboldkönig. Wenn ich an seinen Schlüssel kam, konnte ich vielleicht die anderen befreien. Ja, das hoffe ich doch. Aus welchem Grund wähltest du eigentlich Amaya? Hübsch. Machst du Witze? Wer hätte nicht gern die tapferste Person von Daventry an seiner Seite? Aber die Hobblepots hätten einen Trank brauen können, um die Geröllköpfe zu besiegen. Na? Würdest du einen Gardisten rufen, der sie ins Bett bringt? Aber Großvater, ich will noch mehr hören. Welcher Teil gefiel dir besser? Die hinterhältigen Kobolde? Oder der ungeduldige Junge, der eine andere Geschichte wollte? Oh, ich fand die Kobolde toll. Absolut, na klar. Ich wollte nur zeigen, dass ich auch... Ich denke, wir machen für heute Schluss. Der Sturm hat sich beruhigt und sie sich auch. Aber Großvater, ich... Gar? Ich wollte doch nur... Das ist nicht die Zeit für Debatten. Geh ins Bett. Wir machen morgen früh weiter. Wie du willst. Gute Nacht. Gard, warte. Hör zu, ich wollte dich nicht schimpfen. Die Medizin strapaziert meine Nerven. Schon okay, Großvater. Und danke sehr. Ich muss noch viel lernen aus deinen Geschichten. Schöne Träume, Gard. Schlaf gut. Das schaffe ich mit geschlossenen Augen. Ja, jetzt lernst du. Ja. Da, unser Weg nach draußen. Das mache ich nicht. Ich gehe vor. Zurück. Ich war nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Aber sie musste mir vertrauen. Achaka. Och Mann, Achaka. Noch so einer, den wir verloren haben. Frage 1. Macht es Unterschied, ob ich sie mitgenommen hätte oder wen anderen? Frage 2. Woran erkenne ich jetzt, welche Richtung ich muss? Bisher schaut es gut aus. Los. Achaka. Rechts. Rechts. Vorwärts. Links. Links. Vorwärts. Achaka. Thank you.
weiß nicht, wie, was, wann, wo. Ist das egal? Sie haben ja noch keinen Fehler gemacht. Das wundert mich gerade noch mehr als alles andere. Ob ich das jetzt mal rechts ganz genauso hinterher springen? Links. Vorwärts. Links. Rechts. Vorwärts. Wohin sonst? Achaka. Es funktioniert auf jeden Fall. Links. Rechts. Links. Ich glaube, ich muss ihr nur sagen, wie ich gesprungen bin, damit sie genauso springt. Ich darf ihr bloß nicht falsch sagen, glaube ich, oder? Oder hätte ich hier sterben können? Vorwärts. Ich habe einfach nur Masern gehabt. Jetzt also irgendwie... fand ich das jetzt nicht wirklich schwer. Drache? Schaut unecht aus. Schnell, in den Umhang! Ich erklär's. What? What? Das geht? Der ganze Mensch? Na gut, ja, wenn so ein riesen Kuchen funktioniert. Das ist sicher nicht der Drache. Das sieht zu unecht aus für den Drachen. Das ist irgendwas anderes. Mini-Drache. Albträume haben viele Formen. Wenn man erst einmal weiß, was einem Angst macht, kann man sich dem stellen. Der ist süß, der Kleine. Nur in meinem Kopf. Daraus wird nichts. Ich habe vor nichts Angst. Da würde ich aber auch aufschreien. Nach dem Schrei habe ich dich schon erwartet. Machen wir weiter mit der Geschichte. Ich hatte keine Angst vor Drachen. Ich litt noch immer unter Achakas Tod. Jetzt hing das Wohl eines ganzen Königreichs von mir ab. Das war die wahre Bestie, die ich bezwingen musste. Gar kein Stress hier. Irgendwie ist der anders. Ist das überhaupt ein Troll? Sieht so ein bisschen menschlich aus. Ist so ein bisschen Hautfarben. So bissi. Weißt du, so bissi Hautfarben ist das. Entschuldigung. Der wirkt nicht trollig, der ist zu groß. Die Hautfarbe ist wie gesagt Hautfarben. Also, ne? Die sind ja so grünlich normalerweise. Der ist aber nicht grünlich. Ich brauchte seine Krone nicht, um ein König zu sein. Mein alter Hut reichte völlig und Daventry war bereit für ein neues Abenteuer. Yay! Was zum... Bei Money.
einmal in einer kleinen Stadt ein wunderschönes Schloss, das hoch oben auf einem Hügel stand. Dort waren alle willkommen. Alle. Außer den Schädlingen. Die Bewohner flehten ihren König an. Die Ratten müssen endlich weg. Sie erschrecken unsere Kinder und stehlen unseren Käse. Eine hat sogar ein Baby gefressen. Die Stadt war wirklich sehr ungemütlich geworden. Das ist definitiv Mannys Stimme auf jeden Fall. Jeden Morgen warfen die Leute Goldmünzen in den Brunnen mit dem Wunsch nach einer besseren Stadt. Doch die Ratten blieben. Der König warf in seiner endlichen Weisheit auch Wunschmünzen, weil er verzweifelt nach einer Lösung suchte. Wird sicher funktionieren. So kam es schließlich, dass ein wandernder Flötenspieler am Schlosstor erschien. Der Flötenspieler bot an, die Ratten aus dem Königreich zu vertreiben, wenn die Stadt ihren debilen Gebieter stürzte. Hört, hört, riefen sie. Unser Thron ist nur ein Sitz für einen Hutständer. Befreie uns von den Ratten und der Thron wird dein sein. Der Fremde zog eine kleine Flöte hervor und spielte eine schöne Melodie. Die Musik rief die Ratten herbei und sie tanzten auf dem Kopf des Königs. Der König kreischte entsetzt auf. Doch der Flötenspieler spielte sein Lied. Die Ratten wurden zurück in den Wald gebracht, wo sie hingehörten. Der Flötenspieler kehrte siegessicher zum Schloss zurück. Doch sein Klopfen verhallte und niemand öffnete ihm. Er setzte seine Flöte an und spielte eine neue Melodie. Die Zugbrücke senkte sich und ein hypnotisiertes Volk gesellte sich zu ihm. Mit ein paar einfachen Tönen machte der Flötenspieler kehrt und führte sie aus dem Schloss in die tiefen, dunklen Höhlen darunter. Der Thron ist nun leer und im Brunnen klimpert es nicht mehr. Manni wusste genau, wie man die Horde in Aufruhr versetzt. Er wählte jedes Wort mit Bedacht und wusste um die Reaktion der Kobolde auf seine Geschichte. Es war brillant. Sie erledigten die Drecksarbeit und er hat entspannt zugesehen. Ich dachte, ich hätte ihn im Scharfsinnsduell besiegt, aber die Spielchen fingen gerade erst an. Sag ihm, Manni ist der neue Endgegner. Aha. Dieses Buch kam mir vorhin schon so auffällig vor. Oder auch nicht? Ha ha ha. Goblin Pranks Folie. What? Creepy. Also doch, also dieser das eine, den wir da gesehen haben. Wo ich gemeint hatte, der ist so menschenfarblich. Das ist hier, das ist ein Mensch, der wurde ausgetauscht. Ich sag's euch, ich spoiler euch da jetzt vor. Ich weiß noch nicht, ob ich mir da sicher bin, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Kommt sicher sowas raus. Das war das richtige Buch. Er hier. Er ist ein Mensch. Albträume jemals wahr? Natürlich. Aber echte Monster sind leichter zu bekämpfen als imaginäre. Das ist wahr. Kobolde versauen alles. Ist das nur alles? Ist das... Kobolde versauen alles. Ist es nicht die kranke Ziege?
Die lebt noch. Ich dachte, die wäre tot. Es ist hartes Todes. Huch. Verdut, ja? Das Schilde. Alarm! Hilf uns, König! Genug! Hier. Das sind nur Geschichten! Könnt ihr sie nicht einfach nur genießen? Ihr schießt doch völlig am Ziel vorbei. Soll man sich so an eure Geschichte erinnern? Oh. Halt, halt, halt! Wie wär's mit einer neuen Geschichte? Vor langer Zeit, da lebte einmal ein... Was haben wir denn hier? Versuchen wir es nochmal. Da lebte ein... Da lebte ein starker, abenteuerlustiger, kleiner Kobold. What the? Schon in jungen Jahren war der Koboldjunge im ganzen Land für seine Abenteuer bekannt. Zum Beispiel hat er... ...einen bösen Schlangenfürsten bekämpft. Das war's nicht. Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Mit einem Basilisken gerungen. Okay. Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Ganz verstehe ich das Prinzip jetzt nicht. Einen spöttischen Greif reingelegt. Ah. Seine Abenteuer waren so legendär, dass die Kobolde ihn zum König machten. Aber der Kobold-Abenteurer war nicht in seinem Element. Und überfordert von den Aufgaben, die ein Königreich mit sich brachte. Seine Freunde boten ihre... Güte. Doch es half nicht. Er fürchtete, dem vorigen König niemals gerecht zu werden. Es wurde so schlimm, dass er schließlich aufgab. Doch, als er seine Sachen packte, um wegzulaufen, fand der Koboldjunge... Er fand... Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Versuchen wir es nochmal. Liebe? Das kann nicht stimmen. Kleinen Moment mal. Hä? Versuchen wir es nochmal. Seinen alten Abenteurerhut. Ach so, okay. Na Gott sei Dank kann man da nichts falsch machen. Aber irgendwie nicht ganz logisch. Also, man muss da ein bisschen raten, was gemeint ist. Das habe ich das Gefühl. Für mich zumindest. Und dem Kobold wurde klar, dass er nicht ein Vermächtnis fortführen, sondern sein eigenes schreiben musste. Eines voll von... Tapferkeit. Und den besten Freunden, die es jemals gab. Muss ich Opa erzählen. Ich sagte ja, er rettet uns. Nein, ich sagte, er rettet uns. Ich glaube, das war ich. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Hm.
Er lebt doch! Er ist nicht tot! Yay! Okay, Herr von Schling, arrivederci! Und das war's schon. Einige Details haben sich mit der Zeit verändert und ich habe ein paar peinliche Passagen ausgelassen. Aber am Ende sollte man Geschichten so erzählen, wie sie waren und nicht, wie man sie gern hätte. Also ich bin froh, dass diese blöde Ziege lebt. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Du bist wieder eingeschlafen. Und ich sollte es dir gleich tun. Er ist ein Mensch. Was zum... Aber wer ist er? Wessen Kind? Und warum mit Gnom vertauscht? Du siehst aus, als bräuchtest du einen Freund. Mani. Was? Das war's? Das war alles? Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass sich das jetzt relativ schnell und gut gespielt hat. Aber anscheinend... Ja. Ist okay. Vor allem geht sich super aus mit unserer halben Stunde. Also, ja. Gut, Kapitel 2 ist damit fertig. Ich fand die Rätsel etwas schwieriger als im ersten Teil. Mich wundert es trotzdem irgendwie, dass es doch so schnell jetzt vorbei war. Ja, gut. Kapitel 2 ist damit auch erledigt. Schade. Oder nicht schade. Das heißt, wunderbar, wir haben bald das nächste Kapitel, wenn es bald rauskommt. Kapitel 3 dann für uns. Ja, das heißt, ich brauche ein neues Projekt. danke fürs Zuschauen. Ich freue mich wirklich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auch, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Ich weiß noch nicht, was ich euch morgen präsentieren werde, weil ich das Video voraufnehme und erst in einer Woche erst ihr das erst sehen werdet. Aber bis dahin habe ich mir sicher was überlegt. Ich freue mich, wenn ihr auch die anderen Let's Plays Video anschaut. Ich freue mich, wenn ihr abonniert. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Like gebt. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Ich freue mich, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich, wenn ihr Vorschläge habt. Also egal, was ihr machen wollt, wie ihr euch mit mir kommunizieren wollt, ich freue mich, wenn ich da ein bisschen Feedback kriege. Und wie gesagt, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.